Ah! Meine Aufnahme war aus. Ich frage mich gerade, Moment, habe ich einfach wieder gestartet? Warum war die aus? Vor allem, wo ist sie ausgegangen? Oh, das ärgert mich gerade total. Einfach gerade mal oben drauf geguckt. Und sie, wollte ich gucken, wie lange läuft die Aufnahme? Und dann sehe ich auf einmal Aufnahme aus. Aber die Festplatte war ja nicht voll, ne? Sonst würde er jetzt nicht weiter aufnehmen. Nö. 432 GB. Ja, jetzt muss ich mal gerade schnell schauen, wo die Aufnahme abgebrochen ist, um euch zu sagen, was passiert ist. Kann ich das hier nicht wiedergeben? Muss ich das erst remuxen, um das wiedergeben zu können? Ist doch echt kacke, dass man da nicht irgendwie so eine Meldung bekommt. Bing! Hier, abgebrochen. Verdammt, ey. Der Player öffnet sich zwar, aber das Video wird nicht abgespielt. Startet nicht. Na, ich hoffe mal, ihr habt jetzt nichts verpasst. Also nicht viel verpasst. Habe jetzt gerade das Outfit mal geändert, weil es mich doch gestört hat. Wir sind mit ihr hier aufs Schiff zurück. Ich hoffe, dass es überhaupt jetzt klar ist, dass die, dass wir jetzt mit ihr ja hier zusammen sind. Worüber denkt ihr nach? Wie still es hier ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Grease nicht an Bord ist oder was anderes. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt. Stille ist seltsam, wenn man sie nicht sucht. Am liebsten würde ich die Räume mit der Musik meines Halligset erfüllen oder so. Ja, ihr solltet wieder spielen. Vielleicht. Zurzeit fühle ich mich aber nicht danach. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Könnt ihr es mir beibringen, wenn alles vorbei ist? Warum nicht? Gerne. Ich brauche etwas Zeit für mich. Danke, Kerl. Okay, mit dir kann man nicht reden. Juhu. Wählst du unser nächstes Ziel? Ja, hatte ich jetzt gedacht, ne? 82% erkundet, 90% erkundet, 71, da schon wir 86, also da sind ja überall noch Lücken da, ne? Melden Sie jede imperiale Aktivität, Grease. Jawohl. Ihr seid ein gutes Team. Andernfalls wären wir nicht mehr am Leben. Es ist nicht leicht, unentdeckt zu bleiben, wenn das Imperium dich verfolgt. Wir haben schon unzählige gefährliche Situationen überstanden. Ha, wie damals, als man uns für Schmuggler hielt. Das vergesse ich nie. Sie sagten ihnen, wir liefern eine Ladung Kadu-Rippchen. Und als sie uns fragten, was das ist... Oh ja, da habe ich 18 Zubereitungsarten aufgezählt, von geräuchert bis roh. Und aus welchem Grund? Ablenkung. Sie waren verwirrt und ließen uns gehen. Tja, nicht nur das. Vorher haben sie meine Rezepte gekauft. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Machen wir. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein. Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie da nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Ob der uns verrät? Gewinnt Grease Vertrauen, ja.
Dachte, da kommt jetzt noch was von wegen des Pilot-Elementes. Bisher war es ja sicher, ne, das Holocron. Deswegen ist ja die Frage, ob wir es wirklich finden sollten. Was bei uns sicherer ist. Hey! Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Aber die Kinder sind Kinder, ne? Die reden immer von Kindern. Er war ja selber ein Kind, als das Imperium die Order 66 ausgeführt hatte, ne? Also die Klone. Und die Liste, die muss ja noch älter sein als der Zeitpunkt. Von daher sind das alles keine Kinder mehr. Wie läuft's denn mit Marin? Ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt. Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, das hast du schon gesagt. Und. Und du lebst noch. Ja, noch. Dir passiert nichts. Wir stehen's alle gemeinsam durch. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja. Ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Was? Halte den Droiden auf Abstand. Ich will nicht, dass er bei mir ausläuft oder so. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Wir sind definitiv nicht mehr auf Datomir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mantis gefallen. Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Ihr Jedi solltet lieber handeln, statt nur zu reden. Entschuldige, dass ich mich mit dir unterhalten will. Kerl, hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Kerl, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht. Erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren?
Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. BD1, pass auf Kerl auf. Nun gut. Wo müssen wir lang? Aber dahin, ne? Letztendlich. So, ich gerade da runter. Dann hier lang. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Wir sind nur hier runter gehüpft. Also doch lieber direkt hier links lang, oder? Also, jetzt wurde es hinzugefügt. Ja, aber es ist dasselbe Ziel geblieben. Moment, kann ich das jetzt hier hacken? Hey, BD. Wieder hängen geblieben. Okay, da kommen wir so nicht dran. Runter wollen wir ja nicht. Wollen wir zu dem mal rüber? Okay, kommen wir nicht rüber. Wollte ich eigentlich nicht hin. Hey BD, was ist das? Zeig mal, was du gefunden hast. Das müsste das wieder oben sein, ne? Bingong Wang Bild. Ein alter Sefo-Beschreibung des Bingong. Cordova nahm an, die Gegenwart des Bingok war aufgrund seiner Bedeutung in der Kunst der Sefo ein entscheidender Faktor bei der Wahl von Borgado für das Gewölbe. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Kann doch nicht da runter jumpen, oder? Okay, doch, hier ist eine. Ist irgendwo eine Plattform. Da. So. Haben wir mit einem Schlag schon platt gemacht. Wieder rüber. Ja, hack dich mal da rein. Hey, BD, hier drin.
Frau, du hast was gefunden. Okay. Da hinten geht's rauf. Und hier geht's auch irgendwie rauf. Verlassene Werkstatt. Mal gucken, wenn hier nicht von der Kiste ist. Da, haha. Sag ich doch. War irgendwie naheliegend, dass hier auch eine ist. Sag mal, was du gefunden hast. Ah, ist noch eine. Da war wirklich was drin. Neuer Sender. Mut und Weisheit. Ich dachte schon, da wäre ein Echo. Ja, die kann ich mir nicht greifen. BD, wir müssen hier irgendwie durch. So, hier haben wir ein Echo wieder. Condoras Reparaturkit. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen. Mit BD-1 als Anführer. Cordovas Druide-Kit, er hatte gehofft, jemand würde kommen und das Geheimnis des Gewölbes lüften. Ja, tun wir ja, ne? Gute Arbeit. Druiden-Kerin. Diese Trümmer dienten als Kerins für die Druiden, die beim Bauen der Forschungsstation auf Borgado geholfen hatten. Ohne ihre Hilfe wäre nur wenig von der über die Ziffer oder die Gewölbe bekannt. Also die, wie man denen nochmal auf die Nase hauen muss, ne? Der Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt. Ein besonderer Ort. Ich nehme den Griff mit. Dann halt Hülse, ne? Eno Cordova. Finde ich immer noch ganz cool. Ich bleib bei dem. Nur Gitter. Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Trotz meiner Beharrlichkeit, trotz meiner Studien, nahmen sie die Bedrohung nicht ernst. Nur eine Person glaubte mir, meine Vertraute Jocasta Nu. Sie gab mir ein Holocron aus dem Jedi-Archiv, eine geheime Kopie ihrer Liste von jungen Machtbegabten. Ja, sind wir ja auf der Suche nach. Na. Jetzt wieder gesagt hätte von wegen, du von der anderen Seite. Auf den richtigen Weg, ne? Muss irgendwie hier hoch. Ah, doch hier. Da sind wir doch auf dem richtigen Weg gewesen. Ja.
Damit ist Misty. Weil sie. Ich spüre was Seltsames. Gar nichts versucht hat, das Vieh, ne? Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Werden wir es wahrscheinlich gleich sehen. Aber lieber nochmal vorher speichern, würde ich sagen.